Willkommen im wunderschönen Allgäu. Servus Leute, was geht ab? Heute gibt's was richtig Cooles. Der Leon und ich sind auf dem Weg zu einem Bikepark, der leider sehr schlecht die Google-Bewertungen hat. Ich blende euch da hier mal irgendwo welche ein. Das macht wahrscheinlich jeder Leon, ich kann es gar nicht, aber der kriegt es schön. Und wir wollen heute checken, ob der wirklich so schlecht ist oder ob das einfach ja, Fake News sind. Vielleicht ist es gerechtfertigt, vielleicht nicht. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Also Leute, wir brechen das Ganze jetzt hier ab. An dem Punkt müssen wir einfach abbrechen, wenn es regnet. Da fahre ich kein Fahrrad. Also, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's taugt. Lasst ein Like da. Also Leute, laut den Google-Rezensionen heißt das ziemlich steinig ist. Das heißt auch, dass ich jetzt über 2 Bar da reinmache, weil ich will kein Platte haben. Und wir haben natürlich... Geht überhaupt? So, ich halte nur 5 Bar drin. Und wir haben natürlich keinen Schlauch dabei oder sonst irgendwas. Let's go! Wäre ich lieber mit denen ich filme gegangen. Die haben ein längeres Objektiv als du. Längeres. Ja. Sollen wir erst das Statement geben zur Bike-Beförderung? Also, die Mitarbeiter sind eigentlich ganz nett, also solide. Hat mich dumm angemacht, weil mein Fahrrad zu lang ist. Was? Aber ja, sind super Gondler, wirklich, mir gefällt auch die Farbe gut. Wie findest du die Farbe, Leon? Ja, ist super. Ist nette Farbe. Schönes Blau. Auch hier, wie die Bikes drin stehen, ist auch ganz gut. Geschützt von Wind, Regen und Schnee. Genau, ja. Ich bin mal gespannt, wie schnell die Gondel ist, ob die schneller ist als im Brandertal. Aber das schauen wir jetzt einfach mal. Leute, ab jetzt sofort gibt es in meinem Online-Shop die Corby X Fitlock Flasche. Was ihr daraus machen könnt, weiß ich nicht. Also ihr könnt es daraus trinken aus der Flasche, wie mit jeder anderen Fitlock Flasche, aber da steht halt mein Name drauf und da ist eine Rakete drauf und da steht Fahren um zu leben auf Englisch drauf. Also müsst ihr euch überlegen, ob ihr eine normale Fitlock Flasche kaufen wollt oder eine Corby Flasche. Kommt die gefüllt oder? Die kommt gefüllt. Mit Spezi. Mit Wollt ihr GoPro-Tipps von mir haben? Das seht ihr im nächsten Video. Die GoPro-Tipps. Witzigerweise bin ich eher nicht ich das, wo die GoPro-Dinger macht immer, sondern der Nikolai. Grüße gehen raus an Nikolai. Aber der fährt ja für Insta360, deswegen sind es ja nicht die gleichen. Also Leute, die Section ist eigentlich richtig cool und das vermisse ich eigentlich in manchen Bikeparks, wo du einfach noch so Naturtrails hast, gemischt mit so North Shore-Zeug. Ich bin kein North Shore-Fan, aber ich finde es schon ganz geil, dass es manche Parks noch haben. Und vor allem solche Virtual-Sections hast du halt eigentlich selten. Deswegen eigentlich ganz geil. Finde ich cool. Und jetzt fahren wir es einfach mal. Hals und Beinbruch. Es gibt echt auch viele Line-Choices. Gap. Also ich bin natürlich kein mega Fan von so Schotterzeug. Das ist so alles so Brechsand-Style oder fast noch gröber und das ist halt immer gefährlich. Also wenn du einmal schräg landest, dann macht es halt wupp und du bist weg. Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht oder mir eigentlich. Du stehst ja bloß in der Kamera und rutscht hoffentlich nicht aus. Nee, aber das bin ich immer kein so ein Fan und eigentlich könnte man das auch eher so natürlich bauen. Aber vielleicht geht es ja nicht anders wegen Wasser. Kann ja auch sein. Okay, let's go. Vielleicht kommen wir da echt mit 180 an. Alter, ich komme in 180! Boah. Was kommt hier nochmal? Oh, f*** my life, ey. Das ist natürlich auch Endlevel. Hier, nächstes Feature, auch crazy, das verstehe ich halt dann wieder, die Google-Rezession, weil du kannst halt nicht einfach irgendwie eine Holzlandung bauen. Sieht man das auf dem Video, oder? Die ist asozial steil.
wenn da mit, glaube ich, 2 km/h zu viel fährst, dann liegst du halt da unten. Oder du, hier steht auch nichts dran. Oh doch, vielleicht steht da vorne nicht abrollbar. Stell vor, das Abrolle. Dann liegst du halt im Loch. Ja, das ist das super gefährlich. Vor allem eine Holzlandung macht halt, habe ich noch nie gesehen, in dem Bikepark. Hast du es schon mal gesehen irgendwo? In Sölden, nicht was. Stimmt sogar, gibt es ja, eine. Doch. Aber, ja, ja, aber da funktioniert es eigentlich. Da funktioniert es halt, ja. Das ist auch kein großer Drop. Ist. Und das ist ja eigentlich schon so eine Höhe, wo vor allem bounced es ja Vollgas. Das ist gefährlich. Ja. Dann sowas ist halt auch crazy, wenn das so ein halb-shapedes Jump ist und dann halt so eine 0815 hässliche Landung. Warte, jetzt tut es uns echt mit Drohne. Wir reden nur gut über den Bikepark. Nee, aber schon crazy. Halt auch die Holzlatten und so. Schwierig, also, ja. Holzlatte haben sie da hier richtig gescheit verbaut. Ich finde schon geil, den Park. Also auch das Stück, wo ich jetzt gerade eben gefahren bin, ist eigentlich ganz witzig. Ist halt so ein Tunnel. Aber voll viele haben auch in den Google-Rezensionen geschrieben, dass man irgendwie einen Downhill braucht oder halt mehr Federweg. Ich finde eigentlich, das geht, wenn man hier normal runterheizt, also nicht mit Mach 100, sondern einfach gemütlich. Mit 188! Dann geht es eigentlich voll gut mit so einem Trailbike. Finde ich echt ganz geil. Aber klar, wenn dann hier sowas hast, das muss ich eigentlich auch nicht springen. Also das ist halt so ein Mutprobe-Ding. Sollen wir springen? Mal Mutprobe. Wir wollen mal sehen, wie schnell man hier sein muss. Weil ich sehe schon, ihr müsst wahrscheinlich 188! Schnell, muss ja fahren, 10 km/h. Das ist ja nur ein Plumpser. Das ist ja so allein, wenn du hier schon rüberziehst, bist du dann am Vorderrad. Ja, machen wir schnell. Ja, fahren wir. Stell dir vor, ich habe die ganze Zeit Glaube, da muss man so langsam sein und jetzt komme ich zu Glück. Puh. 188. Alter, das war ja so ein Plumpser, oder? Komm, Leon! Spring auch, Stefan! Kann man da runterfahren? Yes! Okay. Das ist halt wirklich auch next level, wenn die Bretter so abstehen. Also die sind ja nur übereinander gelegt, oder? Auf der Autobahn. Ja, kann man auch richtig Spitzkehren machen. Crazy, hey. Jo, wir sind am nächsten Part angekommen. Das ist halt wirklich nur noch asoziales Geballer. Das ist eigentlich so Single-Tray-Geballer, wenn man das langsam fährt oder vielleicht, wenn man auch so 4 bis 5 Mal hier gefahren ist, dann kennt man ungefähr die Lines. So High-Lines gibt es hier viele, also man muss auch gut Spitzkehren können, weil die Kurven einfach asozial steil sind und die Kurven sind eigentlich gar keine Kurven, also sind keine Anlieger, sind einfach nur flache Dinger. Ich find's aber ganz geil. Fahren wir weiter. Tschüss. Geil! Boah, ich hab so einen Stein gerade gegen meinen Zeh bekommen. Ich check mal kurz meinen Zeh. Ich glaube, den hat sie gut verwischt. Oh. Your new favorite socks. So comfortable. You don't want to take them off anymore. Get your Corby socks now at www.corbysquad.com. Leck mir am Arsch, ey. Der Part war crazy. Also das ist halt wirklich krass. Das fährt sich ein bisschen wie am Gardasee. Da ist manchmal so vollgasloser Schotter, fette Steine und dann sind wieder ultra geile Berms drin. Also das ist irgendwie, ich glaube, wenn man das einmal rauskehren würde, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus, wenn man das einmal rauskehren würde, das ganze Zeug, dann wäre das auf jeden Fall richtig geil, weil der Park hat krank Potenzial. Die Kurven sind geil. Wenn man die Kurven noch geiler machen würde da unten, dann oben das Schotterstück, ich habe es auf GoPro, das Schotterstück, das war krank. Also da kommt so eine Kurve, wo es gerade um 100 Meter da hangen abgeht. Und dann ist da nur so Schotterzeug, da bin ich mit 2 km/h durchgefahren. Witzigerweise, ihr wolltet mal noch wissen, was ich für eine Oakley trage. Ich weiß gerade gar nicht, was da in Fall ist. Spaß, nein, das ist eine Sutro Light. Richtig, richtig geile. Und die hat so Gläser drin, ich weiß nicht den genauen Begriff, aber die verändern sich, die Gläser. Wenn es hell ist, dann werden die dunkel. Und wenn es dunkel ist, werden die hell.
Geschichten aus dem Paulanergarten. Super wichtig, Leute, schaut euch auf jeden Fall oder fahrt einfach hier einmal runter und schaut euch alle Obstacles an. Wo ist ein Gap, wo ist die perfekte Line, whatever. Weil wenn ihr halt sowas hier zu langsam seid, dann scheppert es halt richtig. Also das könnt ihr halt auch nicht abrollen. Außer vielleicht manche können das, wahrscheinlich so Fabio Wippen oder Tom Oehler, die können das wahrscheinlich abrollen mit dem Backwheel-Hop. Ich aber nicht. Let's go, fahren wir's. Hey, ich bin echt mal gespannt, ob der Speed reicht. Aber normalerweise müsste es euch ganz gut gehen. Ich bin ja schon mit dem E-Bike hier gefahren. Let's go! Also, wir verlassen jetzt die schwarze Line und gehen rüber zur Yellow Banana, Green Frog und Red Chili hieß die, oder? Perfekt, ja. Perfekt. Probieren wir mal ein bisschen was anderes. Ah, da ist schon wieder hier Baustelle-Schild. Okay, das ist, glaube ich, kein Gap hier. Also wir sind hier auf der gelben oder grünen oder roten Line. Hier gibt es wenigstens geile Highlights. Anliegerfahren üben ist halt da eher doof. Also endlich schlägt mein Herz wieder höher. Richtig cool, so eine Loam-Section hast halt in keinem Bikepark. Vor allem, weil sie ja wahrscheinlich eher weniger befahren wird. Ultra geil. Und die shredden wir jetzt einfach mal. Hola. Servus. Also hier fahren auch andere Menschen. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Okay, das war auf jeden Fall sehr off-camber. Was ist das hier Geiles? Das ist wirklich next level hier runter. Das fährt ja kein normaler Mensch, oder? A few moments later. Let's go, oder? Man denkt sich nichts Böses. Man denkt sich gar nichts Böses hier. Und dann kommt der Black Rock. Geisteskrank, oder? Schau mal, wie steil das ist. Das ist wirklich surreal steil, oder? Vor allem, ab da unten geht's, glaube ich. Aber hier, die Einfahrt ist krass. Und dann halt die Stufen hier. Krass. Fährt das irgendjemand privat? Also, wenn ich das nicht hauptberuflich machen würde, würde ich es nicht fahren. Ja, schauen wir mal, was wird. Was wird? Die Frage ist ja echt, wie hier am besten rein ist. Man braucht auf jeden Fall nicht viel Schwung. Mein Leben. Hey, das ist wirklich geisteskrank. Also dafür feiere ich den Bikepark eigentlich. Aber das kannst du halt fast nicht bringen eigentlich. In einem so öffentlichen Bikepark. Das ist wirklich asozial steil. Aber irgendwie geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es mich traut habe. Krass ist halt der Auslauf. Der ist halt nicht in dem Netzende eigentlich. Wir sind am Ende angekommen von dem Trail von... das habe ich gerade gelernt. Der heißt Red Chili hier, der Trail. Die Jumpline. Und die ist eigentlich wirklich geil von den Sprüngen her. Hier ist so ein Road Gap oder halt so ein kleines Gap oder was heißt klein, wahrscheinlich auch ein bisschen größer. Dann so Table, hinter kleine Double. Was halt wieder kacke ist, ist halt das Schotterzeug. Das ist halt rutschig wie Sau und wenn du einmal schräg aufkommst, dann ist halt nicht so gut. Nicht so lecker. Aber wir fahren das jetzt einfach mal. Okay, eigentlich das ist gelogen, weil ich fahre jetzt noch mal kurz das steile Stück und dann fahren wir das hier, die Jumpline. What? Jo Leute, das war's mit dem Bikepark Hindelang. Wir haben, glaube ich, die Strecken mal ganz gut ausgecheckt. Coole Naturtrails, eigentlich wie so Single Trails. Klar, ein paar sketchy Dinger sind dabei, wie so eine Steilabfahrt oder der Holzdrop, wo ein bisschen arg sketchy ist. Oder auch die Kurven, wo ein bisschen Schotter drin liegt und die Steine. Aber im Großen und Ganzen cooler Bikepark. Bei Google hat der Park sehr oft eine Sternrezession oder wie heißt es? Eine Sternerezession. Genau. Ich finde, das hat er nicht verdient, sondern ich gebe dem Bikepark 3,5 Sterne.
von 5 Sternen. Also eigentlich ganz gut. Finde es cool, hat auf jeden Fall Potenzial. Wenn man Trailbike hat, geht es eigentlich ganz gut. Also braucht auf jeden Fall eine Federung. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder beim nächsten Bikepark-Test. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen gibt, aber ich wollte es einfach sagen. Ah!